Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck AT&T. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann auch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus den USA und ist in der Telekommunikationsbranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 5,9%. So, bevor es losgeht im Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier haben wir aktuell einen Wert von 43% und das liegt in einem sehr guten Bereich, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also hier haben wir momentan einen Wert von 64% und das liegt noch in einem guten Bereich, würde ich sagen. Damit gibt es hier von mir einen halben Punkt. Das dritte Kriterium, hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also, in den letzten 10 Jahren ist die Dividende unterm Strich gesunken, und zwar von 1,8 auf 1,35 US-Dollar je Aktie. Und hier gab es in diesem Zeitraum eine Dividendenkürzung und das war im vergangenen Jahr aufgrund der Warner Media Abspaltung. Und hier vergebe ich insgesamt 0 Punkte. Dann zum vierten Kriterium. Hat die Firma in der letzten großen Crash-Phase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende unterm Strich angestiegen. Und zwar von 1,42 auf 1,68 US-Dollar je Aktie. Und in diesem Zeitraum gab es keine einzige Kürzung bei der Dividende. Damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Dann kommen wir zum fünften Kriterium. Wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr um 13% gefallen. Und damit vergebe ich hier insgesamt einen Minuspunkt. Dann kommen wir zum sechsten Kriterium. Wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Also laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll die Dividende fallen. Und zwar von 1,35 auf 1,12 US-Dollar je Aktie, so zumindest die aktuellen Analystenschätzungen. Und damit vergebe ich hier insgesamt einen halben Minuspunkt. Dann kommen wir zum letzten Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Und laut den aktuellen Schätzungen der Analysten sollte bereinigt die Gewinn je Aktie ebenfalls fallen. Und zwar von 2,57 auf 2,41 US-Dollar. Je Aktie, so zumindest die aktuellen Schätzungen der Analysten für das Jahr 2023. Und damit gebe ich hier insgesamt keinen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis. Und hier holt AT&T in meinem Dividendencheck insgesamt unterm Strich einen Punkt von 7 maximal möglichen Punkten. Und in meiner Dividendencheck landet die Aktie damit auf der dritten Stufe. So, dann kommen wir jetzt noch zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in 2023 bei meinem Dividendencheck. Und hier landet AT&T mit dem einen erreichten Punkt hier auf dem 13. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die abgeschlossenen Jahresranglisten zum Dividendencheck für die Jahre 2022 und 2021 könnt ihr übrigens direkt oberhalb dieser Rangliste über diesen Link hier abrufen. Und auf die Seite, wo ihr seht, kommt ihr übrigens, wenn ihr direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist und das mache ich wie immer im Aktienfinder und hier seht ihr mal zum einen den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme und das ist ca. Anfang März 2023 und dann haben wir hier noch die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt kommen wir hier erkennen, dass aktueller Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war's dann noch wieder mal mit diesem Video. Und hier noch zum Schluss der Hinweis. Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.